Hund aus Russland bestellen. Da unser Chihuahua von uns gegangen ist, wollten wir so einen Pomeranian und meine Frau hat gesagt, wir sollen ihn aus Russland bestellen. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden. Es hätte 2 Monate gedauert und die Papiere wären mühsam gewesen. Wer weiß, ob wir das Ding überhaupt erhalten hätten. Aber meine Frau wollte trotzdem unbedingt einen Hund fürs Baby. Deswegen sind wir zur Luxepom gefahren. Die haben wir auf TikTok gefunden. Und da mussten wir uns jetzt für einen Hund entscheiden. Ich wollte die Kleine eigentlich nicht mitnehmen, aber es war gut, dass wir sie mitgenommen haben, weil ihr seht, dieser eine Hund hatte die ganze Zeit Angst vor dem Baby. Dann kam noch ein zweiter Hund in derselben Farbe dazu, aber ihr seht, die hatten auch viel Angst, also sind da gemeinsam so an der Wand gestanden. Aber dieser weiße Pompom, dem war einfach alles egal, also so ein richtiger Kackdraufhund. Und deswegen haben wir uns schlussendlich für diesen Hund entschieden. Und es war wirklich gut, dass wir den nicht über das Internet bestellt haben, sondern hier lokal geholt haben. Und ich muss sagen, bis jetzt sind wir super happy. War zwar nicht günstig, aber der Hund ist mega süß. Wie findet ihr den Hund so? Und sollen wir auch ein bisschen Hunde-Content machen?